herzliches Willkommen auf meinem kreativen, kunterbunten Bastelkanal. Ja, es ist wieder Hashtag Zusammenbastelnzeit und ich habe wieder tolle Dinge nachgebastelt. Und zwar vom lieben Tintchen, von der lieben Karina und der lieben Maike. Und die zeige ich euch jetzt. Ja, das liebe Tintchen hat wieder mit Perlen Dinge kreiert. Kleine Perlentierchen gebastelt und auch Muscheln verschönert. Und da habe ich gedacht, machst du doch mal einen kleinen Kartenaufleger. So als Inspiration für mich. Wenn ich dann noch mehr basteln will, habe ich gleich mal ein Prototypchen zum Angucken. Da habe ich drei Drähte miteinander verbunden und Perlen aufgefädelt und dann den Draht hier an den Seiten rausgucken lassen, weiterverarbeitet. Und so ist das kleine Blümchen entstanden. Ja, das ist das erste Teilchen und dann habe ich noch zwei Figürchen gemacht. Die sehen so aus. Die hat ja eine ordentliche, tolle, tolle Lockenpracht. Ja, hier einfach die Perlen drüber gezogen und oben ein Blümchen drauf, so als Hut. Ja, das liebe Tintchen hat da gefragt, ob sie mal sehen kann, wie ich die Figürchen bastle und natürlich gerne. Nächste Woche kommt das passende Video dazu. Das habe ich natürlich sehr gern gemacht. So, dann noch eins. Die Dame hat denn ein Kleidchen an und auch eine so eine Pompom-Frisur. So Pompoms kann man natürlich dafür auch nutzen. In meinem nächsten Video seht ihr denn, was man noch so alles verwenden kann. Lasst euch überraschen. Ja, das waren die Perlenkreationen. Und dann geht es weiter mit der lieben Maike. Tada, kleine Schmetterlinge. Ja, die liebe Maike hat eine Karte gebastelt und dazu hat sie Schablonen verwendet. Und da habe ich doch mal nach langer, langer Zeit meine Siebdruckschablonen wieder rausgekramt und habe mit denen ein bisschen gearbeitet. Hier ist noch ein Schnipsel, der rausfällt. Sind noch mehr drin. Und dann habe ich hier ganz einfach die Schablone aufgetragen. Also die Farbe aufgetragen auf der Schablone. Und dann habe ich mein Tröpfchen in die Mitte gesetzt und dann habe ich ein kleines Gedichtchen geschrieben. Ich wünsche dir viel glücklich sein und immer viel Humor. Viele fantasievolle Gedanken und dass dein Glücksrezept dir immer wieder von Neuem gelingt. Ja, finde ich schön geschrieben. Und auf der Rückseite sieht es ein bisschen wild aus. Da funktionierte das noch nicht so richtig, aber ich wollte das trotzdem mit aufkleben, weil das meine Karte ist, die ich mir so als Inspiration hinstellen möchte. Und dann habe ich da noch einen Spruch geschrieben. Ich wünsche dir viele Zaubermomente und lauter kleine Dinge, die dich einfach nur glücklich machen. Genau das wünsche ich euch allen. Ja. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit den Schablonen mal wieder zu arbeiten. Könnte man tatsächlich öfter machen. Und jetzt habe ich sie ja dicht bei mir liegen. Mal schauen, ob es noch was wird. Ob wir sie noch ein bisschen öfter verwenden. Aber ich glaube schon. So. Und dann kommt die liebe Karina dran. Die liebe Karina hat ein Lesezeichen gebastelt. Und da habe ich gedacht, ich habe nicht so ein Lesezeichen-Teilchen da. Da suchst du dir dann mal was anderes. Und dann habe ich gedacht, diese Haarklemme, die lässt sich doch super verwenden dafür. Dann habe ich hier ein bisschen Gebamsel dran gemacht. Und dann sieht das so aus, als Lesezeichen. Ja, auch die Perlen finde ich so schön, die Farben, hier das Grünliche und auch die rosa Pinken. Ja, finde ich sehr schön. Mir gefällt die Idee. Ja, und dann denke ich, was kannst du noch nehmen? Was hast du noch so alles Schönes da? Ja, man könnte die denn hier auch ranstecken. So. Und
mit verschenken, wenn man es möchte. Ja, so könnte man das machen. Hui. So, dann habe ich gedacht, nimmst du noch eine Büroklammer, die ganz hübsch ist, so ein Pfeil. Dann habe ich hier noch eine Paillette benutzt, so ein Stern. Mit Pailletten kann man auch wunderbar solche Anhängsel bestücken. Finde ich schön. Hier habe ich dann noch so eine kleine Muschelperle und hier auch wieder diese Blütenkelch. Und dann habe ich das mit der Kette hier an die Büroklammer getackert, wollte ich jetzt schon sagen. An die Büroklammer, an der Büroklammer befestigt. Genau so ist es. Ja, das war das zweite Teilchen. Und dann habe ich noch eins. Das sieht so aus. Da habe ich so ein Ornament genommen, so ein silberfarbenes Ornament. Kann man noch was anderes dazu sagen? Nee. Und dann habe ich hier wieder etwas rangehängt. Und das hier mit den Blümchen, das sind die ganz einfachen Blümchen, die man überall bei Teddy und Co. kaufen kann. Die habe ich einfach doppelt durchgefädelt und die finde ich sehen auch sehr, sehr schön aus. Hier habe ich auch noch eine Muschel dran gehängt und so sieht das dritte Lesezeichen aus. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht, mein Köpfchen anzustrengen und solche verschiedenen Dinge zu nutzen und zu kreieren. Und dann stecken wir es mal hier in der Seite rein. So, da hängt es dann dran. Und dann ist das Lesezeichen fertig. Ja, jetzt hängt es hier dran. So. Ja, und jetzt geht es weiter mit meinem Beitrag, meinem neuen. Und zwar habe ich ein paar Fächer gezaubert. Hier oben seht ihr schon Herzchen und ein Blatt. Und hier so ein Fächer mit ein Doppelfächer. Einen oberen Fächer und einen unteren Fächer. Ja, das kann man auch so ein bisschen nach da biegen, dann sieht es aus wie eine Muschel. Ich finde so eine Fächerideen herrlich. Ja, was können wir hier noch hinlegen? So, bisschen dekorieren hier. Ja, dann möchte ich euch gern zeigen, was ich gewerkelt habe. Und legen wir es mal beiseite. Und zwar habe ich mir einen Fächer gewerkelt. Da. Er ist ein bisschen lapperig, muss ich sagen. Nächstes Mal muss ich etwas festeres Papier nehmen oder es dreimal aufeinander kleben. Aber ich habe einfach mir so eine Schablone gemacht. Man kann ganz viele verschiedene Formen sich machen. Und dann kann man sich seinen eigenen Fächer kreieren. Ja, das gefällt mir. So ein hübsches Fächerchen. Ach ja, schön. Und dann habe ich hier so meinen Prägefolder benutzt. Das ist ein 3D-Prägefolder. Der ist sehr, sehr hübsch. Der gefällt mir. Ja. Und dann diese schönen Farben. Sehr, sehr schön. Ich bin begeistert wieder mal von meinen eigenen Sachen. Darf man ja auch sein. So. Das ist die eine Kreation und jetzt geht es weiter mit Faltfächerideen. Da zeige ich euch mal die Karte, die wir anschließend machen. Und die sieht so aus. Da ist so eine kleine Muschel, dann so eine Schnecke oder auch eine andersförmige Muschel. Dann habe ich noch hier den Schwanz von der Meerjungfrau. Und hier hinter ist noch so ein Fächerornament. Ja, und das Unterteil das Unterteil, der Hintergrund ist geprägt mit meinem Prägefolder, dann noch ein paar Glitzersteinchen drauf. Die kleine Meerjungfrau habe ich gezeichnet und innen drin sieht es dann so aus, auch mit Pünktchen. Und hier hinten habe ich es dann so dran geklebt. Hier könnte man noch einmal Washi rüber machen, sehe ich gerade. Kann man, muss man nicht. Ja. Und dann steht da, Magie liegt in der Seeluft. Ja. Wie gesagt, ich habe
Schablonen dazu gemacht. Die zeige ich euch mal gleich. Kann man sich dann gleich mal ein bisschen besser vorstellen, das Ganze. Habe ich dann hingelegt hier. Die sehen so aus. Also ich habe euch eine Maßangabe dazu gemacht. Diese Schablonen kann man sich in allen Größen selbst herstellen. Und man braucht ja bloß sehen, wie die Form sich verhält. Wenn man es hier ein bisschen länger macht oder dort ein bisschen länger, hat man gleich ein bisschen anderes Ergebnis. Das ist praktisch diese Muschel hier, genau wie diese. Das ist auch bloß natürlich in Größe, diese hier. Dann knickt man einfach etwas das Ganze und kann es so rumdrehen, wie hier. Und dann haben wir hier, das ist das Herzchen. Das ist einfach ein quadratisches Stück und dann kann man es ja falten und schneidet dann beide Seiten. Ich zeige es euch im Video aber auch noch. Dann ist das hier der Fischschwanz. Den kann man auch als Blatt verwenden, wenn man möchte, wenn man was bastelt oder einfach als Ornament auch. Dann haben wir hier das große Ornament. Das ist 40 cm lang. Ich habe das aus Kopierpapier gemacht. Das ist natürlich nicht so lang. Da habe ich ein Stückchen dran geklebt, wie hier auch. Und dann kann man sein Bastelstück verlängern und kann damit natürlich auch wunderbar falten. Dann haben wir noch diese Muschel hier. Das sieht dann so aus. Ganz einfache Formen und wunderschöne Effekte, finde ich. Und dann ist das Blatt hier noch. Das sieht so aus. Wenn man das jetzt so faltet, dann ja, so muss man falten. Beim Herz, ja, beim Herz habe ich mich vertan. Da habe ich so lang gefaltet, aber man muss es so längs falten, weil man es ja noch zusammenklappt. Also da muss man dann schon mal aufpassen, dass man da keinen Fehler macht. Ne? Ich hatte einen gemacht, aber es macht ja nichts. Machen, machen. Ja. Das werde ich euch noch als Foto abfotografieren. Kann man sich ja vollkommen alleine zeichnen. Hier sind auch noch ein paar Maßangaben. Aber man kann auch einfach sich ein Rechteck nehmen und dann einfach die Welle reinzeichnen. Und dann braucht man überhaupt keine Maßangabe. Nur einen Schwung in der Hand und dann geht es los. Ja. So. Dann zeige ich euch noch mal eine andere Karte, die ich dazu gebastelt habe. Die sieht so aus, da sitzt die Meerjungfrau spiegelverkehrt. Und hier hinter ist auch noch ein schönes Ornament. Müsst einfach ausprobieren. Ihr könnt Schlängellinien machen, wie zum Beispiel bei dem hier. Ich habe es noch nicht zusammengeklebt, weil ich es euch mal zeigen wollte. Hier einfach so. Also euer Papier falten, dann so. Aufmalen, ausschneiden und dann so falten. Und dann, wenn es dann zusammen gefaltet ist, in der Mitte wieder falten. Und dann, wenn man sich zwei davon macht, zwei von denen hier, klebt man es dann zusammen. Wenn man sich dann davon zwei macht, kann man sich auch eine wunderschöne Blume machen. Die setzt man dann hier an und hat dann auch sowas in der Art. Wenn man das jetzt hier noch länger macht, einfach gerade. Dann kann man das auch noch so verwenden. Klappt das denn so runter? Man probiert sich einfach aus. Es gibt so viele Möglichkeiten und Formen und Farben. Das ist zum Beispiel Kopierpapier und das hier ist alles Geschenkpapier. Das hat eine schöne Dünne zum Falten. Da braucht man nicht mit einem Falzbein oder mit einem Falzbrett oder so. Das faltet man einfach. Man legt einfach los und faltet. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn einmal eine Falz ein bisschen dicker oder dünner ist. Das ist überhaupt kein Problem. Das Ergebnis ist trotzdem schön. Ja, hier habe ich auch wieder die Rückseite. Da ist noch nichts drin weiter. Hier liegt auch Magie in der Seeluft. Ja, und dann habe ich noch was gehäkelt. Die Blümchen, die kennt ihr sicher. Und dann habe ich da zwei Blätter drunter rangehängt. Wie die Blümchen hier gehäkelt werden, das kann ich euch gerne in der Infobox verlinken, das Video. Und hier unten dran hängen dann so die Blätter. Ich finde, das ist ein hübscher Taschenbaumler oder auch eine Deko, wenn man irgendwo, auch auf einer Karte, auch da kann man das verwenden. Ja, das zeige ich euch.
dann auch noch, wie die Blätterchen gehen und wie ich das dann dran nähe. Und dann habe ich noch einen grün. Und dann habe ich noch eine in gelb-rosa. Yeah! Ja, das sind jetzt meine Basteleien zum Thema Fächerideen und auch mal ein kleines Bastel-Update. Ja, im Anschluss seht ihr dann, wie ich die Karte gestalte und wie ich das kleine Blümchen verziehe mit den Blättern. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und falls ihr auch Fächerideen habt und ihr euch inspiriert fühlt von meinen Fächerideen und etwas nachbastelt, könnt ihr das gerne unter dem Hashtag zusammenbasteln posten. Ich schaue gerne bei euch vorbei, würde mich sehr freuen. Auch genau wie bei den anderen lieben Kreativen, die wieder mitmachen, die ihr alle in der Infobox findet, die haben sich da versteckt. Da würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr da wieder reinschaut. Ich bin äußerst gespannt, was die anderen lieben Kreativen diesmal zaubern. Ich freue mich riesig darauf, es wieder nachzubasteln. Und dann sage ich nochmals ein ganz liebes Dankeschön. Ich wünsche euch eine wunderschöne kreative Bastelzeit und bis bald, meine lieben Kreativen. Ciao mit Kakao!